herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Oddworld New and Tasties. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir weiterkommen. Aber erstmal würde ich sagen, müssen wir die Dinger da oben ausschalten. Jo, das fängt auf jeden Fall, das geht schon mal gut. Und hier rechts ist auch noch einer. So, haben wir die. Und dann können wir da unten die Viecher übernehmen. Und dann mal dieses Elektro-Dings wegmachen. Den Typen da links ausschalten. Und mal gucken, was hier links noch so ist. Ich glaube, da kommen wir her. Genau. Und den drei kann man nicht sicher anfangen. Ich bleib erstmal in dem Slick hier drin. Geh erstmal damit runter. Mit dem auch springen. Ich glaube, springen können wir damit nicht. Okay. Also wir müssen als wir selbst weitergehen und ich lasse die Typen erstmal da, wo sie sind. So, ich habe mal fix. Ah, warte, ich hol jetzt mal kurz Granaten ab, bevor wir da weitergehen. Gut möglich, dass wir noch mehr brauchen. Oh Gott, nein! Oh, fuck. Hab ich eine Schleichbeherrung gesetzt? Ja, sehr gut. Hab ich. Nein, hab die Granate natürlich dann noch nicht geholt gehabt. Dann gehen wir noch kurz Granaten holen und dann. So, mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ach Gott, die kommen ja gar nicht regelmäßig. Okay, doch. Eins. Eins. Zwei. Scheiße. Eins. Eins. Zwei. Nein! Wie springt der denn? Was war das für ein Sprung gerade? Okay, nochmal. Eins. Eins. Zwei. Warum springt der denn so kurz bloß? Hä? Was ist denn los? Der müsste doch locker schaffen, den Sprung, oder irre ich mich? Ja, jetzt hat er den Sprung natürlich geschafft. Fuck, das war noch zu viel. Es ist nicht so leicht, das zu timen. Boah, puh, das war eng. Das war eng. Okay, nur ein Schleichspeicherpunkt. Eins, zwei. Gut, dann war das. Okay. Wir zwei Slicks und sonst glaube ich nicht, dass wir übernehmen einfach eine, beiden und dann müsste das alles kein Problem sein. Was ist denn das links da für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Das kleine. Also links ist nochmal ein Hebel. Ach, da müssen wir wahrscheinlich da oben hoch und da ist auch das Tor, was wir aktivieren müssen. Ah! Ich guck's nochmal kurz nach rechts, weil ich weiß nicht, was da rechts ist. Okay. Hier gibt's noch mehr Slicks und noch mehr. Noch mehr, die wir retten können. Alter, hier ist aber auch eine große. Ach shit. Ein Rohr hat's, glaube ich, nicht ganz hingehauen. Ich versuch's mal nochmal. Das klappt nicht wie eine Metallung hier bei uns. Ich kann dadurch gar nicht. Nee. Jetzt muss man die rechte Dinger da weg. Ich hoffe, die Explosion ist nicht so groß, dass irgendjemand getötet wird. Ne, ich glaube, da wurde keiner bei getötet. Sieht gut aus. So, da rechts ist ein Portal, wo wir die reinführen können. Aber das müssen wir die Slicks irgendwie loswerden. Und dazu. Das war das Ding da oben irgendwie loswerden, was wir da nicht kriegen. Nein! Scheiße! Gut, ich hab mir einen Speicherpunkt, okay. Oh! So, nochmal einen Speicherpunkt setzen. Auch nicht, also übernehmen kann ich die nicht und ich will die nicht auch so sehr umbringen, die armen Kleinen, weil wir ja schon so viele Opfer haben. Und uns wäre das auch egal. Ist halt nicht so einfach.
Ich glaube, eine Möglichkeit ist halt irgendwie die Granate so nach links zu werfen, dass sie halt... Nein! Oh, fuck. dass wir die gerade so erwischen. Achso, war das eh eine Wand dazwischen, ne? Kann das sein? Ah, das ist eh eine Wand dazwischen, verdammte Kacke. Ja, keine Ahnung. Ich sehe da bloß Möglichkeiten nur, die, ich kann wieder hochkommen, ne, wa? Doch, ich habe eine Idee. Ich bin auch bescheuert, ich habe eine Idee. Ist auch vollkommen offensichtlich. Wir haben noch diese Shrike-Fähigkeit, wenn wir die hier links erstmal ins Dings führen. Und dementsprechend... Scheiße. Ich hab gehofft, dass wir das, noch zwei, eins, drei. Okay. So. Was ist denn das hier unten? Ich will kurz... Kann man die jetzt irgendwie aktivieren? Ah ja, cool. Dann weiß ich, wofür das da ist. Nein! Oh, scheiße. Das wollte ich gewiss nicht machen. Kann auch durchschießen, ganze Scheiße. Krieg ich den da links? Ah, ich krieg den da sogar links. Ja, das ist ja alles kein Problem. So. Haben wir das? Und jetzt können wir natürlich auch, ja, die Typen alle in dieses Dings führen und dann eben entsprechend... Kommst du damit runter? Sehr gut. Okay, dann mal hier rauf. Alle hier hoch. Und alle mal da rein. So, und schauen wir die Fähigkeit des Shrike-Karl. Und können wir dich da drüben noch retten gehen? Und jetzt sollte das auch, denke ich mal, alles so klappen. So, probieren wir es mal aus. Los geht's. So genau hat das jetzt nichts verursacht. Okay, gut, haben wir zwar beide gebraucht, aber es hat geklappt. Und alle mal da rein. Wir nähern uns der positiven Zahl. 63 Ausbrecher befreit und 69 Opfer. So allmählich gehen wir dann doch in Richtung positiv. Ich meine, wir müssen es so sehen, eigentlich ist ja alles positiv, was wir befreien. Weil alle anderen ja ohnehin gestorben wären, wenn wir nicht helfen würden. Boah, das wäre eng. Und insofern kann man ja gar nicht sagen, dass es negativ ist von uns, dass wir überhaupt irgendwie jemanden nicht retten oder so. Ihr wisst, was ich meine. So, aber die rechts will ich auf jeden Fall trotzdem noch mitnehmen hier. Oh, nein, nein, das wollte ich nicht. Ah, ich wollte auf die Granaten zugreifen. Fix. Ich glaube, die behält man eh nicht, wenn man durch das rote Ding geht. Okay. Hätte ich mir richtig gehört. Na. Oh, Mann. Oh, du auch. Hallo, du. Ah, okay, jetzt. Darauf. Okay. Und alle da rein. Nochmal die Fähigkeit des Shrike-Karl. Und jetzt haben wir irgendwie, was haben wir eben, 66 müssen wir jetzt befreit haben. Und haben dieses Tor. Modekon-Sklaven lernen auf brutale Art Befehle zu folgen. Ja, 69 zu 66. Es geht voran. Du musst deine Granaten nicht immer gezielt werfen, versuch's mal ohne zu zielen. Dann ist eine kleine Überraschung für deine Gegner oder so, würde ich jetzt schätzen. Man muss halt echt immer sehr, sehr schnell sein bei dem ganzen Kram. ich brauche mich gerade nicht da durchzugehen, weil ich Angst habe, dass die Minen einem dann entgegenfliegen. Okay, dann Zeit ist dann übrig, dann probier's einfach nochmal kurz aus. Ah! Genau wie ich gesagt habe. Okay. Frage ist, ich glaube, wir müssen ganz schnell da runter. Den Hebel aktivieren. Okay.
Na, oder wir müssen da vielleicht einen nach links machen, müssen wir mal testen. Okay. Fix den Hebel aktivieren. Der aktiviert natürlich nur das Ding oben. Das andere wäre. Ah! Nein, 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 nein! Oh, fuck! Das ist schwammige Steuerung teilweise schon echt ein bisschen sehr unpraktisch. Also, wir verfolgen ja nicht, sondern. Ja, Speicherpunkt. Warten wir mal kurz, bis die hier durch sind. Oh, Schneidspeicherpunkt. Okay, und dann haben wir einen Slick. Dann noch die Granaten über. Das hat niemand getötet, sehr gut. Jetzt können wir den Slick auch übernehmen. Help me, help me, help! So, aktivieren wir hier den Hebel, da ist das Blitzdings weg. Da du nicht springen kannst. Bereich tut er nicht, schade. Okay. Haben wir das? Die lassen wir erstmal kurz hier, würde ich sagen. Einfach zu deren eigener Sicherheit. So, und hier nochmal die gleiche Story. Mal kurz Schnellspeicherpunkt. Ich habe Angst, dass ich mich selber kille mit dem Ding. Ja, genau so. Habe ich mir das schon gedacht. So, okay, ist aber nichts passiert. Jetzt übernehmen wir einfach den Typen wieder. Dachte, wir machen hier den fixen Hebel. Okay. Gut, haben wir das? Läuft ja doch ganz gut an sich. Bin ich sehr stolz. Warum? Warum habe ich das getan? Na, Mann, warum ist das passiert? Hoch, hoch! Boah, hui, das war eng. Das war richtig eng. So, kurz weg. Okay, war das. Und jetzt haben wir das Ding runter und dann. Gucken wir mal. Fixen Schleichspeicherpunkt, die gibt es glaube ich nicht so, wo wir die hinretten können, ne? Oder? Achso, doch, doch, stimmt, das gibt's. Da links ist Portal. Jetzt müssen wir dann erstmal die Minen wegbekommen. Mann, wir haben bloß noch eine Mine. Die gebe ich mir erstmal auf, um da hochzugehen. Mal gucken, was hier oben noch auf uns wartet. Das Portal. Speicherpunkt und nochmal Bomben. Okay. Sehr gut. Ich glaube, das war nicht zwingend vorgesehen, dass man jetzt schon, wenn man reingeht, Bomben hat. Dadurch ist es ein bisschen leichter gewesen. Boah, hui, das war eng. Speicherpunkt, mal sehen, was wir mal mit den Minen hier. Es ist sau schwer, die zu treffen, finde ich. Ach, darf ich nicht mal hochgehen? Es ist sau schwer, die zu treffen, weil du halt das genau abtimen musst. Also mal hoch hier. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Überlänge, aber das ist ja häufig der Fall. Das ist einfach nur ganz fix jetzt hier. Wir müssen noch die kurz befreien, damit wir das nächste Ding freigeschaltet haben. Dann müssen wir das beim nächsten Mal jetzt nicht nochmal machen. Weil im Prinzip ist es ja jetzt nicht so spektakulär. Ich muss einfach nur es schaffen, dieser blöden Mine, diese scheiß, mit der blöden Bombe diese Mine auszuschalten. Die explodieren davon nicht! Explodieren die davon nicht! Willst du mich verarschen? Der hätte die Sticks da reinlenken sollen, ne? Verdammte Kacke. Okay, versuchen wir es mal so. Also die Schwierigkeit sollte jetzt werden, vermute ich mal, dass wir da alle rechtzeitig reinkriegen. Okay, das klappt so nicht. Ich mach mal Speicherpunkt. Etwa habe ich mir das gedacht. Das bringt halt nichts. Das bringt halt echt nichts. Die einzige Möglichkeit wäre jetzt. Ich sag eigentlich, hier soll warten.
Und wir opfern einen. Ist ja geil. Es tut mir sehr, sehr leid, mein Kleiner. Es tut mir wirklich leid, aber anders geht's nicht. Wir müssen Opfer bringen und mit. Wie meine ich dich? Es tut mir leid. Aber dadurch kann ich viel in die Freiheit führen. Es ist grausam. Aber es geht nicht anders. Kurz den Speicherpunkt, probier noch mit einem aus. Der hier dann durch kann. Wie kann man sich nochmal hinhocken? Nein! Ah! Puh, wie kommt man sich nochmal hinhocken? Nein! Ah! Ey, hiermit. Machen die das dann auch? Haben sie nicht. Okay. Gut, also jetzt aber Aluminium weg und wir können die drei zumindest retten. Es tut mir wirklich leid, es ist ein bisschen grausam, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. So, wir haben zumindest die drei gerettet. Ist ja auch schon mal viel wert. So. Mann, bin gerade irgendwie zu unfähig. Jetzt, okay. Der Kopf eines gesunden Mulkons wird von einem Vogelschwarm umschwirrt. Halte 3 gedrückt, um dir anzuzeigen, wie umschwirrt dein Kopf ist. Ah, jetzt sind wir bei 71 auf 69 Ausbrecher. Also wir nähern uns hier wirklich näher an. Nur noch ein paar Modicons. Gib noch nicht auf. Mach dich... Ja. Okay, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Es ist heute ein bisschen länger geworden. Es tut mir sehr leid. Aber ich wollte es halt gerne noch schaffen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in 2 Tagen bei der nächsten Folge wieder. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Schickt mir einen Daumen hoch, wenn es so war. Und wenn nicht, dann wie immer, schreibt mir ruhig rein, was euch nicht gefallen hat. Damit ich daraus lernen kann und... Wie es dann hier an dieser Stelle weitergeht beim nächsten Mal, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.